Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Amnesty Aktuell. Ich bin Charlotte und ihr hört uns live hier bei Radio Dreieckland. In unserer Sendung heute geht es um Queer Amnesty. So heißen in Deutschland alle Themengruppen von Amnesty International, die zu LGBTI-Themen arbeiten. LGBTI umfasst Homo, Bi, Trans und Intersexuelle. Auch hier bei uns in Freiburg gibt es eine Queer Amnesty-Gruppe. Unter dem Motto »Liebe ist ein Menschenrecht« fordern sie die Beendigung von Menschenrechtsverletzungen durch sexuelle Identität. Dabei berufen sie sich auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Queer Amnesty setzt sich aber auch für Asyl für verfolgte Lesben und Schwule und für Menschen ein, die HIV-positiv oder an AIDS erkrankt sind. Passend zu unserem Themenschwerpunkt haben wir heute für euch Beiträge zur Situation in Russland, in der Ukraine, in Deutschland für euch vorbereitet. Und jetzt hört ihr aber erstmal noch ein Lied, und zwar der Song Sterne von der Band Schrottgrenze. Und ganz kurz hierzu eine kleine Erklärung. Der Stern ist im LGBT-Jargon ein Symbol für die Vielfalt von Beziehungs- und Familienformen, aber auch von sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten. Damit soll sich ganz einfach jeder in seiner individuellen Lebensweise und seinem individuellen Geschlecht angesprochen fühlen.